Im ersten Video hast du gehört, was du bei einer Reflexion tust. Du machst dir Gedanken zu einer bestimmten Situation, meist zu einem Unterrichtsgeschehen. In einer schriftlichen Reflexion beginnst du mit einer Beschreibung eben dieses Geschehens. Dabei ist es wichtig, dass du möglichst objektiv bleibst. Was bedeutet das konkret? Das heißt, du beschreibst möglichst präzise und gleichzeitig nicht wertend, nicht emotionalisierend und nicht interpretierend. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Nehmen wir den folgenden Satz. Das Kind stört wiederholt den Unterricht. Ist das eine präzise und wertfreie Beschreibung des Geschehens? Vielleicht denkst du dir im ersten Moment, ja, klar. Aber kannst du auch sagen, was das Kind genau gemacht hat? Nein, gesagt wird nur, dass das Kind stört. Wir wissen nicht, wie es gestört hat, also mit welchem Verhalten. Von diesem konkreten Verhalten hängt aber alles Weitere ab. Wie die Lehrperson darauf reagiert und wie diese Reaktion einzuordnen ist. Ist sie pädagogisch sinnvoll oder nicht? Je präziser diese Beschreibung, umso besser kann die ganze Situation nachvollzogen und eingeordnet werden. Beim Wort stören ist auch ein zweiter Aspekt problematisch. Die Wahrnehmung von Störungen an sich ist sehr subjektiv. Was eine Lehrperson extrem stört, macht der anderen gar nichts aus. Aus diesem Grund beinhaltet eine Aussage wie das Kind stört schon eine Wertung. Eine möglichst wertfreie Beschreibung kann aber dabei helfen, einen unvoreingenommenen Blick auf das Geschehen einzunehmen. Kehren wir zu unserem Beispiel zurück. Das Kind stört wiederholt den Unterricht. Wie kann das besser formuliert werden? Das hängt natürlich davon ab, was das Kind tatsächlich gemacht hat. Wir zeigen dir zwei Beispiele. Das Kind unterhält sich wiederholt mit seinem Sitznachbarn, auch wenn andere am Wort sind. Oder das Kind wirft wiederholt Papierkugeln durch die Klasse. Du merkst, durch diese Beschreibungen kannst du dir viel besser vorstellen, was im Unterricht passiert ist. Außerdem ist das eine wertfreie Beobachtung. Dadurch hast du eine gute Ausgangslage für die nächsten Schritte. Deine Gedanken zu formulieren, die Beobachtungen mit der Theorie zu verknüpfen und gegebenenfalls neue Erkenntnisse darzulegen.